Recht herzlich willkommen zur 75. Folge von Towns. Jo, letztes Mal haben wir hier oben noch die Zimmer weitermachen lassen, die Decke von den Zimmern. Da ist ja auch kräftig dabei, wie man sieht. Und wir haben da drüben noch hier was gemacht, das läuft auch. Alles gut. Gut, und wir warten wie immer darauf, dass mehr Leute kommen. Dass die Happiness am Ende steigt. 18 von 42. Hier werden auch schön Äpfel gepflückt. Wir können gerade reingucken, wie viel wir insgesamt haben. 5 und 5. Gute 10 passt. Würde ich jetzt schon fast sagen, lass uns mal noch ein bisschen Obst hier abbauen. Dann sind die glücklich. Ja, da kommt ein Dingens, eine Karawane rein, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen werden. Jetzt siehst du vielleicht ein bisschen Dreck abbauen. Das wäre machbar. Da kommt er schon rein. Jetzt ist er da. Aber der will... Doch, der will Dreck haben. Und was wäre für uns interessant? Eisen vielleicht. Stein brauchen wir auch nicht, Holz. Gold nehmen wir. Und Flint. Was ist das? Kupfer. Gut, dafür kriegt er das mit. Wie viel kriegen wir denn? Okay, das ist zu viel. Geht. 20 mal Erde, ne, 108 mal Erde. Wollen sie es wegbringen, oder? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, wie es hier vorangeht. Dass die Erde hier wegkommt, wäre schön. Und ja, gucken wir mal. Die holen auch die Erde von hier vorne weg. Ich glaube, woanders ist gar keine mehr. Okay. Hier passiert jetzt gerade genau gar nichts. Liegt aber auch daran, dass wir jetzt den Händler da haben, ne? Ja. Ist aber auf der einen Seite auch nicht schlimm. Obst ist auch noch ausgewählt, der Händler hat also Vorrang wohl. Und hier gerade noch eine gelbe Perle verarbeitet wird. Aber naja, so ist das halt. Können wir hier reingucken, dann sehen wir wie viel. Oh, 108, 25 plus 8 sind 33 schon geholt. Das klappt also. Gut. Kikoriki. Ja, gut, ich laufe jetzt dem Händler da permanent und ständig an. Der Dreck wird weniger, das ist ja vielleicht auch für die Happiness gar nicht mehr so schlecht. Da haben wir 22, fehlen uns noch 20. Das sind nur 49, dann räumen wir auch im Endeffekt hier oben den Dreck weg. Und dann ist es vielleicht, wäre schön, wenn es in diesem Bereich der Dreck weg wäre, ne? Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, ne? Ja, die holen jetzt hier weg. Ich schätze mal, das ist hier so der Radius zum Händler, ne? Kann das sein? Wohl. Ja, doch, das ist so ein Radius. Da spielt dann die Entfernung eine Rolle, was sie zuerst nehmen, was sie zuletzt nehmen. Noch 31, kommen aber auch immer wieder. Dieser muss noch weg. Naja. Ist ordentlich einer am Holzfällen gewesen.
haben wir das ab. Ja, das haben wir abgebaut, weil wir die verlegen nach da hinten. Ja, wir haben die verlegt, ne? Gut, okay. Ist die Frage, ob wir die hier lassen oder wegräumen. Und da müsste gleich befriedigt sein. Noch 12. Ja, guck mal, der eine, der bleibt bestimmt liegen. Obwohl das viel näher ist, oder? Ja, das war's dann. Und da geht die Reise weg. Da sind wir denn los. Was macht's hier? Okay, das wird jetzt weitergehen. Wir können einmal auswählen. Und, ach nee, das geht ja nicht, weil da drüben nichts ist. Na komm. Der geht auf jeden Fall dahin. Ja, macht er gar nicht. Das ist jetzt komisch zu sehen, ne? Will er nicht? Will er nicht? Das will er aber, ne? Und der nächste Stein, der geht nach da. Irgendwie verstehe ich es jetzt nicht, aber ist egal. So geht's, oder? Oh, wir bringen aber ordentlich Stein nach. Naja, geht auch schnell da um die Ecke, ne? Gut, ich glaube, wir machen nur noch einen drauf. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir ein Treppenhaus machen und eine Etage höher die noch setzen, ne? Könnte man auch machen. Gut, ach so, hier oben sind wir auch zugange. Und da sind auch schon alle Stellen weg, die wir da hatten. Kurz einmal auf die Happiness geschaut, 22, da hat sich nichts geändert, groß. Hier kann man zumachen. Und an der anderen Stelle nicht, ich habe die Shift-Taste wieder nicht gedrückt. Da geht und da geht bis sogar da. Und da können wir zumachen. So, sollte wieder funktionieren und sie sind auch schon kräftig an Holzklötze hochbringen. Gut, läuft. Ja, diese Ebene ist die gleiche wie diese, ne? Und das ist schon eine ganze Etage höher. Das ist schlecht, kann man schlecht sehen hier. Gut. Zimmer sind dann dazu. Das Zimmer auf jeden Fall. Auch Türen fehlen ja auch noch, ne? Da fehlen noch ganz viel, ne? Gut, dann gucken wir doch mal gerade. Ich glaube, bei Furniture waren die Türen. Ein paar Zimmertüren einbauen. Abgeschlossene Räume sind es auf jeden Fall dann, ne? Okay. Da, dort und dort. Haben wir es erstmal. Ja. Läuft. Schwerter sind genug da. Wie sieht's hier aus? Da können wir auch noch was bauen. Noch Stein. Noch ein zurück. Da und dort. Passt. Verstehe ich das hier nicht so ganz. Fehlt's da hinten an zwei Steinen oder was das ist dann? Ja, sieht wohl so aus, ne? Da müssen wir drauf. So, dann ist die Mauer richtig, ne? Hoch.
Okay. Und der andere Dreck ist hier liegen, den destroy ich mal. Gut. Ist das eigentlich weggeräumt? Ne, da liegt noch einiges drin. So, wie sieht's aus? Die wenigsten Löcher noch da. Da fehlt dann eine Reihe in der Mitte noch. Und dort auch. Aber da wird immer noch dran gearbeitet. Die Tür kommt auch. Herr Bendis, wie sieht's da aus? 23, noch gestiegen. Noch eine Tür. Türen werden jetzt gerade überall eingebaut. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier nochmal weitermachen mit den Wänden. Ne? Ich mach mal hier. Oh, irgendwie war das die Steuerungstaste und nicht die Shift-Taste. Ist das zu, da machen wir auch hoch und wenn wir schon dabei sind, da auch. So. Und ja. Jetzt weiß ich nicht, wie weit bis dahin. Ich glaube bis dahin, ne? Ja. Den machen wir dann auch noch dahin. Gut, Türen laufen überall rum. Okay, hier geht auch schon wieder was. Na, komischerweise kann ich nicht über der Tür ziehen. Und da geht dann auch und dann ist die Seite zu. Gut. Türen werden ganz viele gemacht, das ist super. Wie schaut's aus? Happiness 24, noch eingestiegen. So, läuft. Hier ist mit dem Obst. Ja, zwischenzeitlich mal abgebaut, wächst aber schon wieder. Okay, da kommt der erste Stein für diese Wand schon. Mhm. Das ist noch ausgewählt, dann mache ich hier mal da mal noch eine Reihe schon hin. Und das wäre jetzt die Superreihe, ne? Entschuldigung. Aber das ist ein bisschen schwierig zu machen, ne? Ja, da hat er sie gerade einmal angenommen, ne? Ja. Zwei Reihen geht nicht, da fällt die zweite Reihe runter. Ich darf nur eine markieren. Aber irgendwie geht's nicht so. Ja, da sieht man, so geht's, ne? Das hat jetzt funktioniert. Und so wieder weggelöscht, geht nicht. Super, oder? Jetzt krieg ich das nicht weggelöscht. Wie sag ich ihm, bau da nicht? Cancel Order ist das eigentlich. Wie sag ich ihm, hier bitte nicht bauen? Ah, jetzt hat's geklappt. Jetzt kriege ich da den Einzelnen aber nicht hin, ne? Nein. Egal. Das werden wir schon hinkriegen, ne? Gut, hier fehlt noch eine Reihe Steine, die machen wir auch noch. Ja, und da fehlen noch Türen, ne? Oh,
Machen wir mal Tischler, der die Türen da reinmacht. Und da. Hammer's. Hier fehlt sogar eine Lampe dran an der Kerze. Die bauen wir dann mal noch glaub ein, ne? Deko, Licht, Kerze. So, Happiness, 26 steigt weiter. So, war eine Pause drin, irgendwas ist passiert. Ein Angriff von so ein paar grünen Schleim und Red Schleimer und ein Hauptgoblin. Gut, laufen lassen. Ja, die werden nicht so die Schwierigkeit darstellen, ne? Gut. Holzverarbeitung findet ohne Ende statt. Okay. Die sind wieder beschäftigt. Okay, das waren zwei. Das sah komisch aus, wo die da lang liefen. Aber alles gut. Da läuft nach da oben eine Tür. Was machen die grünen Schleime? Sind die schon... Ah, die laufen hier noch rum. Kommen jetzt zum Dingens. Zur Basis. Aber das dürfte alles kein Problem sein, ne? Der haut einen mit der Tür nieder wahrscheinlich. Alles easy go. Gut. Und da geht's weiter. Jo, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.